Ja, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Schön, dass das letzte so gut ankam. Und ich habe mir gedacht, dass wir uns in diesem Video meine Tricks da angucken. Ich bin Hexa Alexa und auf meinem Kanal findet ihr Sachen zu RPGs, Looter-Shootern, MMO-RPGs und noch einigen weiteren Sachen. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da, damit der Algorithmus gnädig mit mir wird. Und abonniert mich gerne für weitere Videos. Gut, dann geht's jetzt weiter. Ja, dann schauen wir uns zuerst meinen Skillbaum an. Da hatte ich den Weg des Meuchlers gewählt, wegen dem ganzen Damage von den Waffen her. Und Skills hatte ich Zeitriss, typische Kugeln und Jagdfieber dabei. Zeitriss gibt es einen Grund, weswegen, zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich Zeitriss dabei wegen der Mod und noch einmal. Wenn nämlich Feinde in dem Zeitriss gefangen sind und so rumfliegen, verbrauche ich nämlich an denen keine Munition. Und da ich diese Maske immer noch nicht habe und man diese Mod bei Tiago so bekommt, wenn man sich die Hose kauft, habe ich das drin, als Alternative. So, fangen wir grundsätzlich mal mit der Rüstung an. Also für Solo-Runs habe ich mir einen extra Helm gemacht, wo ich Kreis der Kraft und schützenden Tod drauf habe. Aus dem einfachen Grunde, jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit benutze, bei Kreis der Kraft bekomme ich 15% Widerstand dazu. Das heißt, irgendwelche, sag ich jetzt mal, magische Anomaliefähigkeiten und Geschosse tun mir nicht so viel. Und schützender Tod ist ja klar, wenn ich jedes Mal jemanden töte, wenn ich anvisiert habe, bekomme ich Rüstung dazu. Wenn ich jetzt nicht solo laufe, habe ich Tenners Hut dabei. Mit vorgehaltener Waffe und Captainjäger. Als Oberkörper habe ich zum Glück einen Godroll bekommen mit Bonuswaffenstärke, Schaden auf kurzer Distanz und Abklingreduktion. Und darauf habe ich das zusätzliche Magazin, falls ich meine Muni doch nicht zurückbekomme, dass ich dann halt zusätzlich noch ein zweites Magazin habe. Und natürlich noch die Mod, dass ich bei blutungsbetroffenen Feinde 15% mehr Schaden mache. So, hier haben wir unsere Hose mit der Mod noch einmal. Und hier habe ich auch noch drauf, dass die tückischen Kugeln 30% mehr kritischen Schaden verursachen. So, und auf den Handschuhen habe ich Schadensabsorbierer. Den habe ich grundsätzlich drauf, auch wenn ich mit anderen laufe. Und Blutrausch. Und zu guter Letzt habe ich auf den Schuhen Blutdurst und Vampirmagazin, weil wir mit den Blutungskugeln spielen und wir dadurch unsere Heilung und unsere Muni zurückbekommen. Ja, dann gehen wir mal zu den Waffen. Und zwar hatte ich da als Hauptwaffe das Bollwerk dabei, größtenteils wegen der ultimativen Blutkugel, die man auch bei dem guten Tiago kaufen kann. Und als Zweitwaffe hatte ich Todesschild dabei, die ich wahrscheinlich auch hinterher, wenn ich irgendwann diese Maske habe, auch spielen werde und dann vollkommen die Blutung weglasse, das heißt die Rüstung auch nochmal neu mache. Man kann aber auf der Bollwerk auch noch andere Mods draufpacken, außer Festung, obwohl das schon ziemlich stark ist, wenn man eh viel Rüstung hat. Und zwar kann man dann nämlich da noch Amoklauf draufpacken. Oder die ultimative Schadensverkettung oder auch die Zweier-Mod davon, die Schadensverkettung. Wenn man halt mehrere Mobs an einer Stelle hat, ist das schon ziemlich, ziemlich stark. Und was man jetzt gerade nicht sieht, ich hatte noch auf der Todesschild ultimative Blutkugeln drauf. Das heißt, wenn ich halt auf der Waffe geswitcht bin, dann mal, brauche ich halt diese Kugeln, um halt mich zu heilen und um die Munition zurückzubekommen. So, ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich habe gedacht, ich gestalte das jetzt ein bisschen anders, als nur einfach im Inventar zu sein und Sachen zu erklären und dann Gameplay zu machen. Oder vielleicht gefällt das andere besser, das wird sich ja dann zeigen. Ansonsten kommt jetzt gleich das Gameplay, ist ein bisschen lang geworden, leider. Und ich werde die nächsten Tage mal gucken, dass ich was zu Scavengers hochlade, zu The Hood, was jetzt auch bald rauskommt. Und die Mass Effect Legendary Edition, die werde ich mir auch nochmal anschauen.
Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich nicht so viele Probleme in Outriders. Und bis bald.
kaum erwarten, die Tests durchzuführen. Seltsam, dass die Monster an den Kasten interessiert sind. Vielleicht sind sie das Summen der Elektronik an. Vielleicht mögen sie einfach alles, was glänzt.